Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS17 Obfach zusammen mit Garderobe und Sachsen Let's Player und Werner von den Burning Gamers. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich finde das ja klasse, dass dieses Projekt, dieses Obfach-Projekt, früher hatte es einen anderen Namen, aber war auch mit großer YouTuber-Besetzung, mittlerweile einen festen Platz in der Tagesplanung vieler Zuschauer hat. Das finde ich klasse. Viele wahrscheinlich daher, dass es täglich kommt. Ja, genau. Aber also das ist wirklich, als die Folgen dann nicht kamen, dann gab es wirklich viele Nachfragen und es haben auch welche geschrieben. Schade, dass es nicht kommt. Das ist so das tägliche Spaßprogramm. Irgendwie dann am Mittag, in der Mittagspause oder wenn man von der Schule kurz heimkommt oder sowas. Finde ich cool, dass sich das bei einigen so als feste Institution etabliert hat. Das fällt mir ja auch immer ein bisschen schwer. Dieses, so, wenn so viele Spiele draußen sind, man würde ja am liebsten alle vernaschen sozusagen und möglichst viel davon zeigen, natürlich ausschließlich wegen der Klicks. Nein, weil es einem so viel Spaß macht, aber dann hat man irgendwann, so jetzt in der Jetzt-Zeit, wo jetzt gerade viele Simulatoren rauskommen, hat man irgendwie 5 Simulatoren jeden Tag täglich eine Folge. Das ist ja auch zu viel. Wie macht man das am besten, ohne dass die Zuschauer, wie du jetzt gerade schon sagst, da kommst du mal eine Woche nicht, natürlich auch entsprechend enttäuscht sind. Das ist so eine Sache, die mir immer so durch den Kopf geht. So. Also, ja, das geht mir auch manchmal durch den Kopf, aber ich muss da wirklich, wirklich Prioritäten setzen, weil die Leute wissen, dass ich das nicht mein Beruf ist hier. Und dann muss ich einfach mich für irgendwas entscheiden und ja, manchmal würfel ich. Und dann, also innerlich dann, also ich nehme mir natürlich nicht einen Würfel, und dann, aber so innerlich lasse ich dann einfach den Zufall entscheiden, welches Projekt ich jetzt aufnehmen will, und dann nehme ich das halt auf. Oder wenn das Interesse an einem Projekt natürlich besonders hoch ist, dann nehme ich das natürlich bevorzugt auf. Aber wenn es so in etwa gleich ist, und das kommt ja relativ oft vor, dass man irgendwie 5 oder 6 oder 7 Simulationen hat gerade, die man spielt, dann lasse ich so mehr oder weniger einen Zufall entscheiden. Aber wie macht ihr das denn, Werner und Andy? Ich habe tatsächlich jetzt ein Projekt, wo ich nicht weiß, wie ich es bringen soll, muss ich ehrlich sagen. Was heißt wie? Das ist Age of Empires, das neue 1er. Ach, geil. Und das dauert eine Runde, eine Stunde. Ja. Jetzt ist die Frage, wie bringst du das Ding, ne? Bringst du 15-Minuten-Häppchen und keiner kennt sich mehr aus, was gestern passiert ist? Oder bringst du es eine Stunde voll, aber dafür nur einmal oder zweimal die Woche? Tja, Zuschauer abstimmen lassen, möchte ich mal sagen. Ja, weiß nicht, so bin ich noch. Aber auch Gold Rush zum Beispiel ist auch so ein Ding. Bei Gold Rush schaffst du in 15 Minuten ja praktisch gar nichts. Ja, das ist auch ein Problem, ja. Und da bin ich immer noch ein bisschen im Zwiespalt. Aber ich gebe dir recht, also es gibt sehr viele geile Sachen, die du spielen kannst und die auch gebracht werden sollten. Nicht umsonst kommt das erste Video auf unserem Kanal um 5 Uhr morgens. Ja. Ne? 5 Uhr. 5 Uhr morgens. Ja, das ist hier amerikanisches Bullshit-Marketing. Sagen wir es doch, wie es ist. Mondschein-Video. Hat der Werner wieder irgendwo gelesen? Ist doch so. Nee, steckt da was hinter? Also warum 5 Uhr? Weil Leute gehen zum Bus und gucken Videos. Oder? Tatsächlich war es so, ich habe aus Spaß hab ich mal falsch die Uhrzeit eingegeben und da war 8 Uhr. Ist ohne Witz, das ist aber schon ein bisschen her. Dann haben die Leute gesagt, ja, kannst du das eine Stunde früher bringen, dann kann ich das morgens beim Zähneputzen noch fix gucken, weißt du, bevor die Schule geht und bla bla bla. 15 und Zähneputzen, hui, da freut sich der Zahnarzt. Zum Beispiel, ne? Und dann war es 7 Uhr, dann hat jemand gesagt, boah, nee, kannst du noch eine Stunde früher machen. Und jetzt irgendwann sind wir bei 5 Uhr gelandet, weil 5 Uhr wohl sehr viele Leute, die jetzt beispielsweise um 6 Uhr anfangen, gucken das Video am Morgen noch. Weil es ist einfach sehen möchten. Aber jetzt, ich wollte es auch nicht beleidigend rüberkommen, aber das gibt's wirklich. Also das ist im Marketing, in YouTube, SEO-Marketing, diesen amerikanischen Buzzword-Dingern zumindest, da ist das in der Tat ein Begriff, dieses Sunshine-Video oder wie das heißt, oder Sunrise-Video, irgendwie so heißt das. Gibt's auch wirklich Frühstücksvideo. Nennen wir es einfach mal so. Ja, also geht am Wesentlichen darum, dass man halt eine Zeit veröffentlicht, wo die Leute gerade aufstehen, um es dann zu gucken. Deswegen kam ich da drauf. Ja, ist tatsächlich gar nicht so dumm. Ich habe es auch mal gemacht, das auf Werners
Tipp, ich habe es auch einfach mal ausprobiert, es geht. Also die Zuschauer finden das gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Du nimmst die Folge sowieso am Vortag oder am Vorvortag auf und ob du jetzt... Nein, Werner. Doch, aber ob du jetzt... YouTuber nehmen doch immer erst 15 Minuten vor dem Abschluss. Es gibt wirklich Leute, die glauben, dass ich um 4 Uhr morgens aufstehe, das Video aufnehme, hochlade, beschrifte und mich dann nochmal hinlege. Ich habe das auch gedacht. Jetzt enttäuschst du mich, ne? Da. Aber das sage ich immer wieder, das ist nicht so. Was? Randy, hör auf, du hast das auch schon morgens gebracht. Du hast ja immer die Leute, ja, du hast immer die Leute, Randy, morgens begrüßt mit guten Morgen, ne? Ist richtig, das war ja damals das dann... Das habe ich auch manchmal selbst geguckt. Da fand ich immer schön, dass der Randy erstmal guten Morgen gesagt hat. Also fand ich wirklich gut. Das ist ein guter Wochenstart, ne? Wochenstart, vor allen Dingen Tagesstart, ja, wenn ich guten Morgen sage, ne? Hätte ich noch so Horoskope vorlesen müssen aus der Klatschzeitung, das wäre vielleicht noch besser gekommen. Ja, stimmt, das war ja damals diese nordfriesische Marsch, das war das erste Singleplayer-Ding nach den Solo-Gängen. Und das hatte ich damals aber auch noch so von Werner, weil er sagte, ja, hier und tralala, kann ich mir nicht vorstellen, versuche ich es mal. Hat aber erstaunlich 300, 400 Mann haben sich das angeguckt oder so, das war schon um die Uhrzeit, wo ich mir denke, Alter, da bin ich noch seelisch tot. Andere nicht, das ist richtig. Nö, das ist schon richtig. Aber zum Thema Dings hier, wie viele Videos haben, momentan, ich verzweifle ja ein bisschen dran, was aber eher daran liegt, dass ich also an Gold Rush, nach dem DLC bin ich erstmal gar nicht wieder eingestiegen. Ich habe vorher zwar in Season 2 angefangen, habe aber halt gemerkt, boah, ey, jetzt im Dollarmut alles Witter so machen und Witter hinbauen und Witter. Weißt du, das ist halt alles Zeit, die der Offscreen, entweder machst du das Offscreen oder zeigst halt ein Video, aber ich hatte dann keinen Bock mehr drauf, also null hatte ich da Bock drauf und deswegen habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Und du besitzt dieses Feld nicht, doch, besitze ich. Und dann kam ja Fishing Barren Sea, da hatten wir ja nur diesen Vorabzugang alle gekriegt und das hat ja erstmal ewig 90 Jahre gedauert, bis da mal eine deutsche Location drin war. Jetzt haben wir so eine halbgare deutsche Location drin und ich habe mir aber gedacht, nee, entweder Localization, Entschuldigung, und sagen wir einfach die deutsche Sprache. Und jetzt haben wir ja so ein Mischmasch Deutsch-Englisch da drin, obwohl die Überschriften sind Deutsch, der Rest ist Englisch. Und ich habe mir aber nur gedacht, du musst es bringen, weil ansonsten brauchst du es auch gar nicht mehr zu zeigen, weil dann alle durch sind, so frei nach dem Motto. Und da quäle ich mich ein bisschen Barren Sea ab irgendwie, also ich habe es mittlerweile so ungefähr verstanden, wie es geht, aber quäle ich mich ein bisschen Barren Sea ab, um zu verstehen, was das Spiel von mir will. Ne? Da habe ich aber Gott sei Dank dann Kommentare, weiß ich so ungefähr, was ich machen muss. Dann habe ich Railway Empire, wo da habe ich schon gemerkt, okay, wenn du dann nur am Tag eine Folge aufnimmst, weil es gerade mal nicht anders geht, und du setzt dich einen Tag später hin und willst wieder aufnehmen. Du bist komplett aus dem Konzept raus und das funktioniert so nicht. Da musst du wieder so eine Aufnahmesaison von ein paar Folgen oder ein paar Stunden machen. Ja, das schiebe ich auch gerade bei Railway Empire. Das müsste ich eigentlich bringen, weil das ist ja das Spiel eigentlich für meinen Kanal. Ne? Eisenbahn und so ist bei mir ja relativ stark. Ich komme einfach nicht. Wir haben im Moment so viel und nächste Woche, also bin ich 2 Wochen aus. Ne? Muss ich einfach machen. Also Sabbatwoche oder 2 Wochen, weil sonst drehe ich irgendwann durch. Komme ich auch nicht dazu. Das ist momentan mein Problem, das kommt auch dazu, dass ich jetzt vorplanen muss, wie ich jetzt die Inhalte für die nächsten 2 Wochen, sagen wir mal so grob, oder 3 eigentlich, weil man nimmt ja nicht am ersten Tag, wo wer da ist, dann gleich 500 Folgen auf, geht ja auch nicht. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Also normalerweise darfst du ja gar nicht Pause machen als YouTuber oder so, das geht halt nicht. Nee. Jetzt in die Konserve produzieren. Glücklicherweise eben, wie du sagst, haben wir ja meistens so Frühzugänge. Übrigens ist mir der Beta-Branch von Fish and Balance hier abgeraucht, da geht gar nichts mehr. Da musst du auf die Release-Version wechseln. Vielleicht, weiß nicht, was da jetzt nochmal neu gekommen ist, aber ich glaube, es sind die Schatten richtig drin. Folgendes passiert übrigens, bevor ihr hier den Zuschauern Hoffnung macht. Die Localization wird es nicht in den finalen Bild schaffen. Die wird wieder rausgenommen, weil die nicht fertig ist und die muss später nachgeliefert werden. Haben die auf Facebook. Ich bin als deutscher Kunde, der der englischen Sprache nicht mächtig ist, enttäuscht. Ja. Wie heißt das? Trotzdem ein ganz liebes Team. Ach, ja. Also ja, natürlich, das will ich nicht abstreiten. Ich meine, ich habe vom Entwickler selber einen Key gekriegt. Ne? Also Marketingagentur hat das nicht hinbekommen. Mhm. Das ist auch das Thema Entwickler und Agenturen ist ein Thema voller Missverständnisse. Da gab es ja erst zuletzt wieder Theater. Minimal. Mhm. Deswegen. Aber ne, das ist natürlich schade. Na gut, dann muss ich mich halt weiter durchs Spiel quälen. Aber nun bin ich ja beispielsweise bei Fishing Barren Sea so mittendrin. Da haben wir gedacht, okay, gut, wir haben jetzt mit den Kleinschiffen ein bisschen was gemacht. Nutzt du mal den anderen alternativen Weg, den es ja im Spiel gibt, ne? Dass das ein bisschen schneller geht. Geht irgendwie nicht mehr.
Habe ich nur das Gefühl, es geht nicht mehr. Da habe ich auch schon gedacht, ey, Alter, ich rast aus. Da habe ich das Ding wieder zugedroschen. Mach das Ding zusammen, ja. Ja, ne, ich habe das Ding dann auch zugedroschen. Dann habe ich den Busdriver 2018, dieses Ein-Mann-Russen-Projekt, da gespielt. Und, ey, ich spiele das eine Szenario. Habe ich heute zum 13. Mal gemacht und ich wieder in die Tonne schmeiße. Soll ich das Spiel auch nicht? Nee. Habe ich zum 3. Mal gemacht. Beim letzten Mal hat das Ende nicht getriggert, also die letzte Haltestelle. Damit konnte ich das Ding nicht abschließen. Und jetzt habe ich es wieder aufgenommen. Da haben mir 5 Münzen gefehlt. Weißt du, zum Sieg. Wo ich mir denke, ey, habe ich auch sofort wieder ausgemacht, weißt du. Das ist halt immer, ich ärgere mich dann so drüber, weil das ist dann alles Zeit, die verschwunden ist, die man hätte sinnvoller investieren können, weißt du. Das hatten wir ja bei den letzten Spielen generell. Das war bei Gold Rush so, als es auf Season 2 zurückgesetzt wurde. Dann, bei welchem Spiel haben wir das jetzt? Gab doch noch mehr. Im Werner, fährst du gerade zur Brauerei? Wahrscheinlich auch wieder so sein. Kartonagenfabrik. Das ist, weißt du nämlich jetzt schon wieder, du nimmst es jetzt auf, du spielst in das Spiel rein, also jetzt für die Zuschauer kurz erklärt, du spielst in das Spiel rein, hast da auch Stunden drin, hast das alles gezeigt und dann kommt aus dem Beta-Branch, kommt dann der Release-Branch und die Safe-Games sind weg. Oder es wird resettet. Oder wie bei Gold Rush Season 2. Also das Gefühl, was ihr jetzt als Zuschauer bei Gold Rush Season 2 hattet, das haben wir als YouTuber, wenn wir vom Beta-Branch auf den fertigen wechseln. Sehr häufig. Das ist alles, was hinter den Kulissen an Zeit rausgeht, was ihr gar nicht mitkriegt. Und die nächsten Titel, bei denen das passieren wird, stehen schon wieder in den Startlöchern. Ja. YouTuber-Leben ist nicht einfach. Ja, wir haben es echt schwer. Spendenlink übrigens bei allen in der Endcard. So, was? Nee. Aber ich habe jetzt coole Links in der Endcard an unserem tollen Netzwerk. Ja. Was denn für Links? Ist das eigentlich legal? Das habe ich mich gefragt. Das hatte Nadine geschrieben, dass das legal ist. Weil es hieß mal, irgendwann, als dieses Ding eingeführt wurde, da gab es eine Klausel, dass nicht auf irgendwelche Seiten umgeleitet werden darf. Deswegen war ich da ein bisschen irritiert. Ja, die Regel kenne ich auch und deswegen war ich auch derjenige mal wieder. Das ist langsam so ein Muster. Ich war wieder die Nervensäge, die bis inklusive halbwegs ganz weit oben mehrmals danach gefragt hat, seid ihr sicher, seid ihr ganz sicher? Und dann nochmal YouTube gefragt hat, eine etwas anderslautende Antwort. Und dann hier, die haben mir das, seid ihr wirklich sicher, seid ihr ganz sicher? Und dann immer die Antwort war, ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, es heißt ja. Und dann, ja. Aber Ansgar, genau wegen diesem Passus. Den kenne ich auch. Den gibt's, also, ne? Rewrite und so. Den gibt es noch, ja. Den habe ich auch nachgelesen. Aber offenbar bei denen gestattet, aber wenn du es selber machst, nicht. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Naja. Eigentlich vollkommen sinnlos. Mal wieder. Ja. Aber das ist YouTube. Das kennen wir ja schon. Wo ist eigentlich mein Gewicht, Randy? Habe ich Tracker, nicht ne? weggenommen. Ja. Also, irgendwo müssen wir das ja hin verräumt haben. Ne, oder haben wir nur. Ne, wir haben ja 2, oder? Ja, check mal die Karte sicherheitshalber. Weil ich hab hier an den Traktor mit den Hänger, da ist eins dran. Aber ich glaube, das ist sogar. Warum ist das Ding denn schon wieder zäh? Ich glaube, das ist so gewollt. Ansgar? Ja, mal noch was zu dem Thema YouTube-Videoplanung. Ich wollte da jetzt nicht von abhängen. YouTube-Videoplanung. War ja eigentlich durch. Werner. Ansgar. Jo, was wolltest du mir sagen? Bringst du die Paletten hier hoch, bitte? Jo. Die Leerpaletten? Leerpaletten? Leerpaletten. Wobei ich nicht glaube, dass wir besonders viele Paletten haben. Weil wir noch nicht vorgespult haben. Das dauert, glaube ich, relativ lang. Aber ich kann mal gucken, was da ist. Joa. Nehmen wir das mit, was da ist. Ich weiß nicht, was Gewicht ist. Ich gehe jetzt einen Ladewagen holen und ein Gewicht dran. Ein besonderer Wunsch für einen Ladewagen? Jo. Einen rosanen. Okay, ja, ich hatte ja bei dem einen rosa Felgen gemacht. Eieiei. Da ging es ja wieder ab. Hast du sowas schon mal in der Realität gesehen? Spielt mal realistisch. Oh ja. Was soll so ein Quatsch? Und ich muss sagen, ja, habe ich. Denn bei uns ein Nachbar, der hatte so. Nichts. Fahren Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ach, der Profi fahr auch da am Start, alles klar. Grüß dich. Eins, bist du's. Hast nichts gesehen, bleibt unter uns. Nimm ein Stückchen, was? Ja, genau, ich hab noch guten Schnaps, hab ich gerade. Willst du ein bisschen kosten? Ja, fahre fort, sorry. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ja, auch nicht.
Doch, du hast mal die Felgen von einem Nachbarn. Spielrealistisch. Genau, der Nachbarn hat so einen ollen, alten Anhänger, den man hinter das Auto hängen kann, aber dann so extrem lang, so 2,50 Meter, also schon ein relativ großes Teil. Und der hat in der Tat, violette Felgen. Warum auch immer, keine Ahnung. Deswegen, das gibt es, liebe Kinder, in der Realität. Solche Kommentare habe ich bei mir schon gar nicht mehr, weil die Leute, die auf Hardcore-Realismus stehen, die haben sich bei mir schon längst verabschiedet. Was ich gar nicht nachvollziehe. Aber wieso? Bei mir heißt es immer, ich soll bei anderen YouTubern gucken, weil die realistischer spielen. Ich glaube, da sind die brennenden Spieler und der Sägemeinde. Aber ich bekomme auch Kommentare, dass ich nicht realistisch spiele. Also, dann ist der Sägemeinde. Oh, wo soll wir uns das alles abholen, weißt du? So, Folge ist rum. Wer war denn? Ich war, glaube ich, ne? Oder Ansgar? Ja. Ansgar war. Ich war. Ansgar. Ich meinte Fluss. Ja, zuletzt war der Front hier, der dicke Front, ja. Ich weiß immer noch nicht ganz, der Fluss. Der Fluss, der, ja, Nordrhein. Hä, aber ich, also, war ein Witz. Ja, okay, ja. Gut. Haben wir verstanden, haben wir alle köstlich gelacht. 1-1. Bis zum nächsten Mal, sagen wir Tschüss und danken euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Like da lassen und abonnieren, kommentieren, favorisieren. Und in Playlisten hinzufügen. Das kann man auch machen übrigens. Das vergessen viele, aber das kann man auch machen. Wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat, dann fügt sie auch in die Playlist hinzu. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.